Okay, du Pissbacke. Ich hab Schnupfen, aber für dich reicht's noch. Bisher hatte ich keinen Grund, euch zu hassen. Ich wollte mich gar nicht mal mehr mit euch befassen. Ich habe mein Leben, ich hab meine Hunde, um die ich mich kümmere und Stunde um Stunde. Wird mir egaler, was draußen so abgeht, weil Deutschrap, wie ihr ihn macht, mir auf den Sack geht. Ich laufe sehr gut wie ein Pferd mit Scheuklappen. Ich halte die Stellung und du halt die Backen. So war es abgemacht, so sollte es sein. Aus Zufall schau ich mal ins Internet rein. Und was muss ich sehen? Ein Comment von dir. Hast du gemeint, dass mich das interessiert? Wenn du schreibst, dass du die Mucke nicht feierst und hoffst, dass ich scheiter, weil du davon reierst. Ich sollte reinschauen bei Feuer über Deutschland Teil 3 und mich anschließend dann dazu äußern. An alle, die bei YouTube Comments nur haten, halt dein Maul, halt dein Maul. Alle im Netz ohne eigenes Leben, halt dein Maul, halt dein Maul. Alle, die meinen, sie könnten gut rappen, halt dein Maul, halt dein Maul. Schau in den Spiegel, dann siehst du nen Deppen. FÜD für'n Arsch, okay? Teil 1 und Teil 2 hatte ich nicht gesehen, doch 3 gibt's bei YouTube, also kein Problem. Klick ich mal an so und schau einfach rein, doch komm mir verarscht vor nach der ersten Line. 6 Typen stehen da rum, so zwischen Ringseile. Ich freu mich schon, doch leider gibt's keine Keile. Nach kurzer Zeit wurd ich ziemlich leid und schau lieber Hulk gegen Andre the Giant. Ich häng vom PC und während ich so sitze, macht jeder zweite von euch Witze über Fritzel, beleidigt die Schwulen und macht dabei Faxen. Aus Aschsteiger war bei euch keiner erwachsen und der sieht gequält aus, was soll ich noch sagen? Selbst Markus hat euch nur besoffen ertragen. Sie sagen, Deutschland wär unter aller Sau, nach FÜD3 hab ich selbst dran geglaubt. Menschenrechte sind schon gut so an sich, doch gelten sie nicht für so Affen wie dich. Deswegen hast du kein Recht auf eigene Meinung, als Maul, sonst stehst du schon bald in deiner Zeitung auf der letzten Seite mit schwarzem Rand drum. Die Homies sind traurig, wie konnt's dazu nur kommen? Er wollte Tango dissen, heißt dann die Antwort. Der hatte keinen Bock und warf ihn an die Wand dort. An alle, die bei YouTube Comments nur haten, halt dein Maul, halt dein Maul. Alle im Netz ohne eigenes Leben, halt dein Maul, halt dein Maul. Alle, die meinen, sie könnten gut rappen, halt dein Maul, halt dein Maul. Schau in den Spiegel, dann siehst du nen Deppen. FÜD für'n Arsch, okay?